guten Morgen. Ja, heute bin ich ziemlich früh unterwegs. Es ist kurz vor 8. Ja, heute will ich nochmal zum mystischen Stein, zu der Sonnenuhr. Die möchte ich mir heute nochmal anschauen. Ja, denn heute geht die Sonne vielleicht über diesen Stein hoch. Ja, wir haben heute den 19.12. Das heißt, am 21. ist die Wintersonnenwende. Ja, und da sollte eigentlich die Sonne über diesen Stein hochgehen. Ja, das will ich mir heute mal anschauen, ob es wirklich so ist. Ja, dann würde ich sagen, ich nehme euch wieder mit. Ich bin jetzt gleich da. Ja, Sonnenaufgang ist um 8.14 Uhr. Das heißt, wir haben noch 20 Minuten. Schaut mal. Ja. Ja, hier ist der mystische Felsen. Ja. Und da hinten geht die Sonne auf, ne? Ja. Ja, wir werden sehen, ob es wirklich passt. Also wir haben heute erst den 19. Das heißt, wir haben noch 2 Tage. Ja, aber am Montag wird es leider regnen. Da werden wir die Sonne hier nicht auffangen können. Deswegen bin ich heute schon da. Ja. Cool. Ah, da vorne ist der Stein, ne? Hier kommt die Sonne auf. Hier hat es noch ein paar Felsformationen. Ja. Ja, da liegen auch noch ein paar Brocken. Ja, wir haben ein spannendes Jahr. Am 21. ist auch noch Jupiter und Venus. Sehr nahe, ne? Man kann die 2 Planeten als einen Stern beobachten. Ja. Also eigentlich ein spannendes Jahr, ne? Auch hier dieser Stein, wenn es ein Sonnenstein ist, ne? Ja, wir werden sehen nachher, wenn die Sonne hier über diesen Stein aufgeht. Aber ich glaube, da hinten kommt sie irgendwo. Dann geht die Sonne hier auf. Ja, da könnte gestanden sein früher. Hat hier wahrscheinlich Schatten geworfen auf den Stein. Dann konnte man hier eine Schattenlinie erkennen. Ne? Und dort wusste man genau die Jahreszeiten, wann die Sonne ungefähr aufgeht. Ne? Wahrscheinlich im Sommer eher dort, im Winter eher dort. Ne? Vermutung, ja. Im Sommer war ich ja noch nicht hier. Wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall wird dieser hier Schatten geworfen haben auf diesen runden Stein. Ja. Ist interessant. Ja, und dieses Stück hier, dieses Stück Stein, ne, ist auch hier halb rund. Man sieht es, ne, halb rund. Es geht hier weiter. Ja, der Baum, der hier mal gewachsen ist, da hat es
hat diesen Stein zerstört. Ist auch nochmal ein Stück davon. Ne? Ja, das war auch hier ein runder Teller. Hm? Definitiv, so wie der. So hier, definitiv ein Bauwerk. Ja, was es genau ist, schwer zu sagen. Ne? Habe ich meinen Kompass mal dahin gelegt. Ne? Da seht ihr es, der Stein zeigt Richtung Norden. Nicht ganz, also leicht versetzt. Leicht versetzt, da wo die Sonne aufgeht. Ne? Da geht die Sonne auf im Norden. Nordöstlich. Ja. Das sieht man es nochmal. Ja, die Sonne wird wahrscheinlich hier aufgehen. Ja, wenn man sich das Ganze genau betrachtet, ist wirklich dieser Stein hier, der muss gestanden haben, und diese Löcher. Vielleicht sind die durchgängig. Ja, vielleicht gehen die bis auf die andere Seite. Und dann, wenn die Sonne hier reinscheint, ja, dann gibt die Sonne wahrscheinlich Schatten auf diesen großen Stein. Oder hier, ne? Weil wenn sie jetzt dort aufgeht, dann geht die über den Tag hier entlang, hier. Und dann gibt die genau Schatten auf diesen Stein und auf diesen Stein. Ja. Also müsste das wirklich eine Sonnenuhr sein. Ja. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Ja. Wirklich eine Uhr. Eine steinzeitliche Uhr. Mitten im Schwarzwald. Geil. Ja, bald kommt sie. 10 Minuten. Gigantisch, Leute, guck mal, da kommt die Sonne hoch. Man sieht sie. Ja. Und jetzt ist es so, dass dieser Baum, diese große Tanne hier genau im Weg steht. Ja, eigentlich geht die Sonne genau über diesen Stein auf. Das sieht man hier deutlich. Schaut mal. Weiß nicht, ob ich sie auffangen kann. Es ist sehr, sehr schwer, weil sie diese Tanne hier davor gepflanzt haben, dass man es nicht sieht. Ne? Die Sonne geht nämlich nicht da auf, sondern sie geht genau über diesen Stein auf. Ja, man kann sie nämlich hier sehen. Wenn man ein bisschen links läuft, seht ihr sie? Hier scheint sie vielleicht noch irgendwo durch. Ich versuche sie mal einzufangen. Ja, hier. Ich glaube, hier vielleicht. Hier schimmert sie so leicht durch hier. Seht ihr das? Hier schimmert sie leicht durch. Ja, das heißt, die Sonne geht genau perfekt über diesen Stein auf. Hier, perfekt, wenn dieser Baum weg ist. Das heißt, das Spektakel können wir gar nicht angucken. Ja, hier sieht man sie. Hier könnt ihr sie sehen. Hier. Funkt. Da blinkt es ein bisschen. Seht ihr sie hier? Genau, hier ist sie. Ja, wenn man jetzt hier steht, hier ist die Sonne, dann geht die genau über diesen Stein auf. Perfekt, die geht hier perfekt über diesen Stein auf. Das heißt, ist doch eine Sonnenuhr, definitiv. Eine Sonnenuhr, eine Hochkultur. Damit wär's bewiesen. Gigantisch geil. Wirklich geil. Ah, da schimmert sie ein bisschen durch. Ja. Ist wirklich schade, dass dieser Baum dort gepflanzt wurde. Ne? Ja, hat man wahrscheinlich auch mit Absicht gemacht. Ja, jetzt sehen wir die Sonne. Sie aufsteigt. Genau über diesen Stein hier. Gigantisch. Geh mal ein bisschen zurück. Sieht man es besser. Jetzt schimmert die Sonne da ein bisschen durch, ne? Hier. Ja, seht ihr es? Und jetzt hier schimmert sie durch. Da, ja. Wenn ich jetzt hier hingehe, dann sehen wir sie nicht mehr, weil der Baum im Weg ist, ne? Zu geil. Wir haben hier eine Sonnenuhr. Eine prähistorische Sonnenuhr ist das. Definitiv. Geil. Seht ihr sie? Hier ist die Sonne. Da. Sie geht wirklich perfekt über diesen Stein auf.
Ja, jetzt kommt die Sonne hier hoch. Man sieht sie. Ja, ist halt wirklich der Baum im Weg. Ja. Absolut ist da. Diese große Tanne mit drei Stämmen ist komplett im Weg. Aber ihr seht, dass die Sonne direkt über den Stein aufgeht. Ja. Hier leuchtet sie, ne? Da seht ihr sie. Hier. Hier ist sie. Sie geht direkt über den Stein auf. Also wir haben es hier auf jeden Fall mit einer Sonnenuhr zu tun. Prähistorisch. Also das wollte ich euch nur mal kurz zeigen. Ja. So, mein Besuch ist da und ich denke mal, wir machen jetzt eine schöne Tour hier im Schwarzwald. Ja, in dem Fall. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.